Dann machen wir noch einen Run. Der lief nicht ganz so toll. Probieren wir es nochmal. Sei gegrüßt. Gib mir die Max TP plus 7. Komm, wir nehmen mal den ganz rechten Gang. Einfach for the lulz. Na, also eigentlich sollte momentan Wochenends Transistor der Rekursionsmodus kommen, dass ich das mal durch habe. Aber da hatte heute wieder schlechtes Zeitmanagement. Und kam dementsprechend nicht dazu, das wirklich sofort nochmal nachzuschauen, ob alles okay ist oder so. Das würde dann vermutlich morgen kommen. Na, dann machen wir das als nächstes Projekt und danach lasse ich euch entscheiden, was danach kommt. Bei mir halt, ich möchte halt quasi nur endlich Transistor durch haben. So, Schlag 1, Schlag 2, den getötet. Den giftigen Stich nehmen wir mit. Oder... Ich meine, es wäre über zwei Shops, die ich gehen würde, aber es wäre sicherer. Ja, dann gehe ich nicht den komplett rechten Gang entlang. Das wäre doof von mir. Doch, lieber auf Nummer sicher spielen. So wird es zwischendrin ein bisschen. Vielleicht mache ich auch gleich nochmal so einen Sonderrun mit meinen so ziemlich Lieblingsregeln. Eine davon wäre zum Beispiel, dass nach jedem Kampf man ein Relikt erhält. Die finde ich toll. Wenn man dann relativ schnell broken wird. So. Und dann jetzt die Runde beenden. Denn Gift lässt sich nicht von Rüstung beeinflussen. Tschüss. Ausweichrolle, Durchwurf, Brush. Nee. Davon möchte ich nichts. Ja, wir gehen dann über den Shop. Vielleicht kriege ich da noch eine interessante Karte, aber ich glaube da nicht allzu sehr dran. Ein Relikt hole ich mir auf jeden Fall nicht. Genau, und wenn wir dann halt den Transistor-Rekursionsmodus machen, zumindestens, läuft dann halt Sonntag, also soll Sonntag-Switcher laufen, hoffentlich. Wie gesagt, da muss ich halt auch noch so ein, zwei Sachen ausprobieren, aber ich glaube nicht, dass es große Probleme haben sollte. Zahnlose Klingen, ja, komm. Das ist extra Schaden, den ich mitnehmen kann. Entferne eine Karte aus dem Deck. Tschüss, Shop. Zeig mal, was hast du, mein Freund? No! Den meine ich! Den Snacko-Schädel, den hat er ja einfach. Du Sau. Dann nehme ich das Yuzu-Armband. Damit die Fragezeichenräume besser sind. Du absolute Sau. Achso, jetzt habe ich Blödsinn gemacht. Merke ich gerade. So, zwei Block. So, ich bin schon auf Witcher gespannt. Ich auch. Also, ja. Ich bin jetzt nicht unbedingt so im Modus, das ist vermutlich das beste Spielerlebnis aller Zeiten wird, aber ich meine, ich habe halt viel Positives gehört und das macht mir so ein bisschen Sorge. Ich hoffe einfach, dass es weniger Bugs hat als Skyrim. So, habe ich weniger Bugs als Skyrim haben. Ist schon nicht unbedingt schwer. Ich habe vergessen, dass der das kann.
Ich glaube, ich sollte eher darauf gehen, dass ich ihn versuche niederzuprügeln, statt irgendwie zu blocken. Ich wünsche mir eine gute Nacht. Okay, danke, dass du reingeschaut hast. Und auch dir eine angenehme Nacht, Büli. So, kriegen wir 5 Schaden. So bad. So, das Messer schon mal reinsetzen. Die Schläge reinsetzen. Ich hätte halt ganz gerne ein bisschen mehr von meinem Gift. So. Das bräuchte ich mal an dieser Stelle. Ah, da ist es doch. Bevor der mich hier noch kaputt macht. Vielleicht spiele ich gerade auch einfach ein bisschen zu unkonzentriert. Slay the Spire, das kann auch sehr gut sein. Ich war heute schon den ganzen Tag so ein bisschen unkonzentriert. Bei egal, was ich gemacht habe. Konserviert ist in sehr... das ist nett. Ja, ich muss halt über den gehen, ne? Okay, das ist nur ein normaler Dieb. So, nutzen wir das. 1, 2. Ich möchte halt nicht unbedingt in den nächsten Shop reinschauen, weil ich halt gerade relativ wenig Geld habe. Höchstwahrscheinlich macht er mich noch trauriger am Ende des Tages. So, aber immerhin habe ich das Yuzu-Armband. Das Yuzu-Armband ist so gut. Ich meine, die Chance im Allgemeinen fühlt sich doch schon relativ gering an, dass du irgendwie auf Gegner triffst im in Fragezeichen räumen. Aber wenn sie kommen, ist es halt einfach richtig, richtig bad. Für einen. So, 1, 2. Unheil, ja. Ich meine, noch bringt mir Unheil relativ wenig, aber... durch den Mantel, ja, ein giftiger Stich, aber nichts Interessantes. Gut. Tschüss. Gehen wir zu dem Bonfire. Nett, mumifizierte Hand, ist okay. Was bekomme ich? Eine schimmernde Bündelung von Licht. Frag mich, ob ich hier sterben kann. Apropos sterben können, ich sollte mich ausruhen. So, ich würde gerne... Ja, ich versuche... Es wäre halt doof, aber irgendwie möchte ich auch ganz gerne. Einfach gucken, wie weit ich den Schabernack treiben kann. So. Zack. Einfach gucken, wie weit ich komme mit meinem unverantwortlichen Verhalten. Die machen beide 6 Schaden einfach. Das Ding ist, wenn ich den töte, was jetzt passieren wird. So, der stirbt übernächste Runde. Das hat er nicht gut von mir gespielt. Ich wollte halt die Spurenwolke irgendwie umgehen, um fair zu sein, aber es war halt nicht gut gespielt. So. Nun, die bringt ihn um. Was hast du denn dann hier? Achso, du buffst dich. Stimmt, Wachstum. Nutzen wir aber das Messer, dann ist er weg. Stahlessenz nehme ich mit. Tödliches... Ja, komm. Komm, wir probieren es mal gucken. Das sind die. So, der hat 30, der hat 29. Zack, Überlebenskünstler. So. Wenngleich ich ihm das Artefakt weggenommen habe, sollte ich es nicht als Grund sehen, ihn nicht anzugreifen. Ich glaube, das hatte ich beim letzten Mal auch falsch gemacht. Kriege ich ihn rechts tot? Nee, ne? Ich glaube, ich block das einfach weg. Meine rechte
kriegt, wenn ich ihm 8 Schaden reindrücken kann, dann würde er sterben. Ich glaube, ich kann ihn auch erstmal ignorieren. So, zack, zack. Shit. Der hätte ich zählen müssen. Nee, ich bin wirklich gar nicht irgendwie gut dabei. je nachdem, wie kurz der Run ist, machen wir dann gleich einfach noch so einen Run zeigen. Das sind 8 Block, die ich mitnehmen kann. Mein ihn kriege ich trotzdem tot, das ist ganz okay. Ah, ich hätte zuerst die zahllosen Klingen spielen müssen, ne? So, die beiden sind tot. Da habe ich einen Schaden bekommen. Ich krieg gleich benommen auf die Hand von dem. Kann ich das machen? Dann ist das zumindest ein Artefakt weg. Spielen wir die Verteidigung. Dann haben sie auch gespielt. So, 17 Schaden. Wenn ich ihm irgendwie Gift drauf bekomme und dann... Okay. 5 Block, 8 Block. Die einfach ablegen. Müssten wir ihn hoffentlich nächste Runde tot bekommen. Außer er macht nochmal irgendwas ganz Doofes. So, zack, Unheil. Shuriken, not bad. Die Karten sind aber alle nicht gut. So, dann gehen wir hier zum Fragezeichen. Was Gutes? Gegen was spiele ich? Der Slime dürfte kein Problem sein, eigentlich. Ich heile trotzdem einfach mal. Komm. Im Schmieden könnte ich halt Unheil verbessern. Das war halt irgendwie eine doofe Ebene, ne? Nicht unbedingt viel Gutes bekommen. Wir ruhen uns einfach aus, dass wir ein bisschen mehr Face-Tanken können. So. Nutzen wir die zahllosen Klingen. Was kriege ich für einen Fertigkeitstrank? Auf den Nachziehstapel. So, zack, dich nutzen. Gut. Das war eine tolle Runde. Die war wichtig, du. Es war wichtig, dass wir nichts gemacht haben, quasi. So. Die einmal ausspielen. Die ausspielen, dass ich die HP schon mal runter bekomme und nochmal Stärke bekomme. Die Stärke ist. Also der Schuhring ist gar nicht mal bad. Wenn ich ein bisschen mehr mit dem Giftkram arbeite, also noch mehr von den. Wie heißen sie? Giftigen Stich bekomme. So, 1, 2, neutralisieren. So, nice, ich habe ihn unterbrochen bekommen. Kriege ich da vielleicht noch ein bisschen mehr Value raus? Ach, da habe ich wieder abgekartet. Aber ich glaube, ich habe abgekartet gar nicht mehr spielen, ne? So, 8 Block. 6 und nochmal 8 Schaden. Der Schuriken ist halt echt gut. Holy moly. Also ich kriege ihn auch gut getriggert. Das ist jetzt auch eine Sache, ne? So ist ja nicht. So, ich könnte neuen Schaden zufügen. Ich kann aber auch das hier machen, eben. Ich glaube, das war nicht die kluge Entscheidung. Ich weiß es nicht. Ich hätte vielleicht den hinteren doch noch ein bisschen weiter angreifen müssen. Wie viel Schaden habe ich? 10... 15... Nicht unbedingt viel, wenn man mich fragt. So, du bist dann übernächste Runde tot. Mein Block ist halt richtig bad, du. Die 18 Schaden möchte ich nicht unbedingt mitnehmen. Achso, genau, das Messer kann ich immer spielen eigentlich, ne? Ja. Krieg nochmal +1 Stärke.
Vielleicht sollte ich doch schauen, dass ich nicht eher in ein Messerbild gehe, jetzt mit den Schuhrings. Es würde auf jeden Fall Sinn ergeben. So, der hintere ist tot. Der vordere halt leider nicht. So, das sind nochmal 3 Schaden, die ich bekomme. Ist halt auch doof, dass ich gebrechlich und schwach bekomme durch die beiden Gegner. So. 5. Warte, ich mach dir 6 Schaden damit. Tödliches Gift, dann nutze ich abgekartet auf Unheil. Spiele verschleimt. Und dann kann ich gleich den Stachel schleimen. Wenn ich Glück habe, kriege ich ihn geone-shottet. Wenn. Na, kein Glück. So. Ich glaube, ich hätte ihn ruhig angreifen können. Ja. Oh. Ach, die Karte hat 0 gekostet. Gut. Gerettet durch mein Ich von vor 10 Sekunden. Weil mein jetziges Ich einfach zu doof für sowas ist. Ja, dann machen wir einfach mal den vorderen. Die haben ja beide gleich viel Leben. So. Stärke plus 6. Jetzt die Rübe haben. Zack, 1, 2, 3. Gut, ich den Schuhring gebufft habe. Schauen wir mal, Glasmesser. Leichenexplosion. Erhalt in dem Zug, du kannst dein Nagantfeuer nicht mehr schmieden. 3 Flüche. Hast du 2 Karten weniger zur Auswahl? Uch, das ist alles 3 irgendwie doof. Du kannst ein Lagerfeuer nicht mehr schmieden, ist halt richtig mies. Ich nehme mal 3 Flüche, 3 Relikte, mal gucken. Verfall, Parasit und Reue. Tasche der Vorbereitung, Fragekarte, Taschenuhr. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie ich gegen den Gegner spielen soll. Habe ich hier irgendwo oben einen Händler? Ich hätte hier oben einen Händler. Ich hätte da oben einen Händler. Die sind leider auf dem gleichen Ast. Sonst habe ich keinen weiteren Händler mehr hier, ne? Also im oberen Bereich. Im oberen Drittel. Ich hätte hier unten halt einen Händler. Da, aber der ist halt auch irgendwie auf so einem richtig doofen Weg, ey. 1, 2, 3, Fragezeichen, Lagerfeuer. Hätte ich nochmal 2. Gut, dann gehen wir da entlang. Ich möchte das Yuzu-Armband ordentlich ausnutzen. Eine Handkarte. So, neutralisieren, ein giftiger Stich. Zack. Noch einmal. Ich muss die Reue zumindest losbekommen. War dann vielleicht nicht klug, dass ich nicht Richtung Händler gelaufen bin? So, wende 6 Gift und sobald der Gegner stirbt, fügt ein Gegner einen Schaden in Höhe seiner Max-TP ins. Ach so, so ging das. So, der vordere stirbt auf jeden Fall dadurch. Der hintere nicht. Der hintere macht damit jetzt schön 12 Schaden, doch. So, zack, Unheil. Messertanz, tödliches Gift. Ich glaube, der Messertanz ist okay. Ah, hallo, du. Parasit, hört diese Karte und das Becken für verliere 3 Max TP. So, nehmen wir Messertanz. Ein Messer, 2 Messer. 3 Messer. Zack. Er blockt sich noch mehr. Ich habe immerhin durch den Schuriken einen bekommen. So, das sind 11 Schaden, die kommen werden. Zahllose Klingen. Neutralisieren. Giftiger Stich. Unheil. Schlag. Jetzt kriege ich nämlich ein Gebrechlich. Genau. Und dann kommt jetzt mit einem 22 Angriff, doch.
richtig toll. Den ich einfach nehmen muss. Au, au. So, aber den sphärischen Wächter dürfte ich jetzt getötet bekommen in dieser Runde. Und dann nutzen wir nochmal den Messertanz. 1, 2. Sollte ich nochmal... Abwehr... Nee. Sollte ich nochmal irgendwie die Karte bekommen, dass ich Messer in der Hand habe. Oder mit einer Messer in der Hand starte. Würde ich das nutzen. So, wir kämpfen gegen die. Na, wir können nämlich von denen die Maske bekommen. Das können wir in einem späteren Ding gebrauchen. Ich habe... natürlich ist sie keine vergiftet. 8 Schaden, 7 Schaden. So, ich blocke einfach seinen Schaden. Ich weiß nicht mehr, was der hier kann, der Romeo. Pointy Romeo und Bär. Leg los, Bär. Ach, der bufft, ne? Geschicklichkeit gesenkt um 2. Ist ein Jack. Vielleicht war es keine gute Idee, in diesen Kampf einzusteigen. Ich glaube, ich sterbe jetzt nochmal. Gut, also Pointy haben wir gleich tot. Ich weiß gar nicht... Ja, ich bin tot. Das ist unglücklich. Nun denn. Nun denn. Ja, bin ich selber schuld, ne? Gut. Was ich dann mache... Aber wir haben jetzt noch so eine halbe Stunde...